Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, in der wir heute eine fahrende Base bauen werden. Ihr kennt ja verschiedene OP-Basen, das werden wir heute auch bauen, aber die kann tatsächlich sich bewegen und rumfahren. Mit dabei ist Thorsten Malinski. Moinski! Moin! So, wir werden dazu verschiedene Produkte brauchen wir. Du kannst ja schon mal vorbereiten, was du für die Base brauchst. Wir werden auf jeden Fall Überwachungskameras, Laser haben, Sicherheitsschleusen, Türen. Was wir aber auch brauchen, ist ein Hohlraum unter dem eigentlichen Gebiet. Die Frage ist, wie tief muss das sein? Warte mal, da müssen wir mal einen Test machen, ne? Also, und zwar, nee, das kann ja beliebig sein. Das ist ja komplett egal, oder? Ja, ist es. Ich baue das Haus ein bisschen oberhalb, damit du noch ein bisschen Platz hast, das unten da zu machen. Ja, da unten wird nichts sein, Elina. Das ist ja das Besondere. Unten wird nichts sein. Die Base wird über dem Boden schweben. So, wir löschen erstmal alles hier oben. Jetzt haben wir hier quasi ein ausgehöhltes Grundstück. Hier darunter ist ja nichts, ne? Jetzt müssen wir hier ein Schienennetz platzieren. Und zwar... Okay, das wird jetzt natürlich mit der Kurve ein bisschen schwierig, ne? Kriegen wir das hin, Alter? Dass das hier so ein bisschen um die Ecke geht? Irgendwie so mäßig? Kurve zu scharf. Ah, zack. Aha. Und jetzt, wartet, das gleiche hier rum. Kriegen wir das hin? Kurve, ja. Bam, Alter. Ho, Alter, das ist ja mit dem Lineal, habe ich das gezaubert. Nice, drauf. Ben. So, jetzt machen wir hier erstmal einen geraden Weg wieder. Wann haben wir denn hier angefangen mit der Kurve? Ja, schon relativ früh, ne? Das heißt, wir werden hier jetzt wahrscheinlich direkt schon in die Kurve reingehen müssen. Hier. Ah, das geht sich nicht aus. Da müssen wir einen löschen, weil das ist hier zu viel. Wir löschen mal zwei. Gehen wir auf Nummer sicher. Und jetzt klappt das perfekt mit der Kurve. Und hier, warte mal, da machen wir hier ungefähr auch noch so einen kleinen Weg. Zack. Und dann hier auch mit der Kurve an der Stelle. Das klappt perfekt. Ho! So, jetzt brauchen wir einen Bahnhof. Wir machen einen Bahnhof. Den, das ist eigentlich vollkommen egal, wo wir den platzieren. Den platzieren wir mal hier. Buff. So. Den Bahnhof nennen wir... Le Bahnhof. Le Bahnhof. Le... Le... Le Basehof. Ja. Le Basehof. So. Hammer. Neuen Zug bauen. So. Jetzt können wir diesen Chassisblock, diesen Zugrahmen auf die jeweilige Position setzen und wir haben einen Zug. So, sehr schöner Mensch. Den Zug, den bauen wir jetzt erstmal, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise müssen wir den ja eigentlich auch gar nicht bauen. Wir brauchen, Lina, du, wir brauchen halt einen Connector-Block, ne? Ja, ne, du, das ist richtig. Oben ist der Connector-Block, das heißt, auf diesem Block wird dann die Base stehen, damit sie sich bewegt. Ist klar wie Kloßbrühe. Wir brauchen aber auch natürlich eine Steuerung, damit der Zug hier einfach fahren kann. Und wenn wir jetzt, soweit ich weiß, wie heißt denn das? Lohe? Ah, genau hier. Wenn wir jetzt einen Lohnbrenner hier davor platzieren, sollte der eigentlich von selbst fahren. So, der Zug ist gebaut. So, jetzt lass mal testen. Du steuerst jetzt unbenannten Zug. So. Siehst du oben an der Oberfläche so ein Chassis da rumfahren? Sieht man das? Oh, das klappt perfekt. Jawohl, jawohl, jawohl. So, das heißt, das kann jetzt zu hier. Hier oben, das können wir... Na, das ist so mein Eintrittsloch, Leute. Da brauchen wir... Wir müssen das ja auch ein bisschen... Boah, eine goldene Messingleiter. Ich dachte zuerst, goldener Messing geht auch. So. Das müssen wir aber natürlich auch ein bisschen verstecken. Da, ihr habt ja gesehen, wie cool das connected hat. Warte mal, das sah richtig cool aus. Lass mich das nochmal kurz zeigen. Wartet. Da, seht ihr das? Das lassen wir. Ich wollte jetzt eigentlich eine Falltür dran machen, aber weil das so schön aussieht, lassen wir das. So, damit die Blaze aber den Zug auch fahren kann, müssen wir zuerst einen Zugfahrplan machen. Und zwar fahre zum Bahnhof, Le Basehof. Bam. Le Base. Dann wartet er da. Nee, er soll eigentlich gar nicht warten, oder? Er wartet gar nicht, 0 Sekunden. Um anschließend nochmal zum Bahnhof zu fahren, Le Basehof. Und da soll er auch warten, 0 Sekunden. So fährt er da jetzt aber unendlich. Das ist ja die entscheidende Frage. Aber ich kann gar nicht. Ich kann nur fahre zum Bahnhof machen. Also er kann quasi 100 Mal zum Bahnhof fahren. Oh, Schock. So. Okay, jetzt fährt er hier. Warte mal, hat er nicht gemacht. Fahre zum Bahnhof, Le Basehof. So. Jetzt fährt er da dreimal hin. Jetzt können wir der Blaze den Zugfahrplan geben und er wird von selbst quasi zu einem Lokführer und sollte jetzt eigentlich die Maschine fahren. Tut er aber aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich, weil der Plan irgendwie Quatsch ist. Lass mich dir nochmal. Was ist der weg? Geben Sie den Plan wieder, bitte. Danke. So, damit er weiß, wohin fahren soll, brauchen wir hier noch einen zweiten Bahnhof, Leute. So, dann fährt er nämlich zack. Aber ist das schlimm, dass die Richtung da falsch ist? Nicht, dass der soll ja im Kreis fahren. Wartet mal. So, haut's genau hin. Perfekt. Bam. So, jetzt nennen wir den
Le Buhnhof. So, zack, bam. Jetzt müssen wir den Fahrplan ein bisschen ändern. Der soll jetzt sozusagen zuerst zum Le Buhnhof fahren. Bam, bam, null warten. Und dann einfach zum Le Basehof. Bam, null warten. Null. Zack, 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 zack. Und das Ganze unendlich wiederholen. Ready. Jetzt müsste es eigentlich hinhauen, oder? Aha! Oh Gott, ich hab da was. Warte mal, brauchen wir nicht. Digga, der fährt so schnell, das ist ganz wild. Jetzt bleibt er kurz stehen, fährt aber instant weiter. Jetzt müsste man doch eigentlich an der Oberfläche. Da, ja. So, jetzt muss aber. Kollege, bleiben Sie mal stehen. Ey, Kollege! Okay, wir warten noch, bis der eine Runde gefahren ist. Dann nehmen wir den Fahrplan ihm mal kurz weg. Denn dann sind wir. Elina, was hast denn du hier schon gebaut? Ich? Das ist ja riesig. Wollen wir das ja schon mal connecten und mal testen? Aber da fehlt noch ein Turm, Ben. Boah, Alter, da kam Dampf raus, ey. Hier fehlen aber definitiv mal Überwachungskameras, Selina. Man weiß ja gar nicht, was hier. Aber fehlt eigentlich auch noch. Man weiß ja gar nicht, was hier passiert. Ja, ich würde sagen, wir connecten am Ende. Wir bauen die erstmal. Sie könnten noch Kanonen drauf machen. Wo willst denn du Kanonen hier haben? Gibt's Kanonen? Wow, was ist das denn? Hier, zack, hier vorne so eine drauf. Alter! Junge, was ist denn das denn für dicke Kaliber, ey? Zack, weil die müssen wir neu platzieren. Die gucken die falsche Richtung. Junge, Alter, hä? Das sieht ja wirklich sehr gefährlich aus. Warte mal, dann haben wir natürlich noch Laser. Wir brauchen Laser, das ist doch klar. Man kann doch jetzt hier nicht einfach reinlaufen. Das ist doch klar. Nee, das geht überhaupt nicht. Oh Gott, du hast ja überall mit Stufen gearbeitet, Elina. Boah, Alter, das sieht schon sehr, sehr sicher aus. Ich sterbe ja, wenn ich hier reinkomme. Ja, nicht im Game Mode. Ja, man kann die natürlich deaktivieren. Warte mal. Dazu brauchen wir ein Nummernfeld, das ist doch ganz klar, mit dem Nummernfeld kannst du das deaktivieren. Und der Nummerncode dafür lautet 1, 2, 3, 4 auf ganz sicherer Basis. Ja. Aber kannst du es deaktivieren. So, die Kameras, da müssen wir jetzt auch noch einen Monitor zuweisen, damit man da auch schön durchgucken kann. Das ist die 1, das ist die 2, das hier ist die 3 und das hier ist die 4. Und jetzt kann ich hier 1, 2, 3, 4. Komplett. Oh Gott, ich sehe mich selbst. Wartet. Guck mal. Ich kann mich selbst sehen. Okay. So. Ja, das ist mir noch nicht sicher genug, Elina. Das ist. Wir brauchen noch was. Nein. Einfach eine Mine rein. Wir brauchen natürlich auch eine volle Ausrüstung, wenn wir kämpfen wollen, Leute. Ist doch klar. So. Außerdem gibt es hier jetzt Wege nach oben mit der Leiter. Und es gibt hier oben eine passwortgesicherte Truhe mit dem supersicheren Passwort 1234, die auch unsere Ausrüstung offenbart, mit der man dann von hier oben runterschooten kann. Was tatsächlich sehr, sehr strong ist, weil die bewegt sich ja. Das heißt, du hast wirklich diese komplette 360-Grad-Möglichkeit. In jede Richtung, überall kannst du shooten. So, das hat die Lina hier unten noch gebaut. Die Rüstung, genau, ein Schmelzofen, auch sehr, sehr wichtig. Aber ich habe da gerade noch was gesehen, was ich gern testen würde. Und zwar, wartet mal. So versteckt auf dieser. Warte mal. Nee. Aha. So Duel. So. Dann wird man ins Gesicht gepiekst, wenn man hier reinkommt. Genau, wenn man direkt kriegt man das Schwert ab. Dia-Schwerter kriegen die in die Hand. Die guten. Zack. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt damit auch angreifen. Warte mal. Du sollst das Dia-Schwert ja kriegen. Ich weiß ja nicht, ob die damit jetzt auch angreifen. Das sieht nämlich nicht so aus. Der trägt das irgendwie so eher so. Warte mal, es gibt ja, glaube ich, einen extra Block für, der angreift, oder? Wir machen das mit Handarbeit. In unserer Base gibt es noch Handarbeit hier. Bam. Aber kann ich mal testen, ob das Damage macht, Elina? Warte. Dazu benötigen wir ein. Oder du stellst dich dahin. Okay. Aber ich glaube, das macht kein Damage. Der hält das Schwert so komisch. Scheiße. Aua! Wo kommt das nicht hin? Das ist auch irgendwie nicht hin. Aber es ist abschreckend, Elina. Sicherheit basiert auch viel auf Abschreckung. Das sind die Kameras, die gar nicht angeschlossen sind, weißt du? Ah ja, okay. Sowas ist das nämlich. Und wie sieht es hiermit aus, Leute? Passt mal auf. Warte, dann müssen wir hier unten. Müssen wir runter. Da wird dann ja. Warte mal, jetzt machen wir hier. Wie müssen wir das Ding ankurbeln? Jetzt muss ich mir angucken, wie das Ding überhaupt mal aussieht. Also, das ist an der Seite. An der Seite müssen wir das kurbeln. Kann ich jetzt einfach, wenn ich hier einen Motor ranmache, treibe ich dann jedes an oder nur das erste? Jedes! Das dreht sich aber nicht schnell genug, Leute. Passt auf. Wir müssen jetzt hier den Speed hochmachen auf 256. Okay, ich erkenne keinen Unterschied daran. Aber ist egal.
Nice. Kettensägen im Boden. Das ist immer gut. Und das müssen wir jetzt natürlich sichern, dass das nicht von unten manipuliert wird. So. Das sieht ja super aus, ey. Das sieht ja super aus. Aber das sieht jetzt hier ein bisschen ugly aus. Aber damit müssen wir leben. Schönheit ist Elinas Frage. Ist ihre Schuld. Alter, wir kriegen sogar ein Feld, oder? Ja, na sicher. Klar, wir brauchen auch eine Food. Ich will Kartoffeln. Okay, dann nehme ich Karotten. Gemüse. Aber sind Kartoffeln nicht auch irgendwie Gemüse oder so? Ja, denke ich auch immer. Also, dann sind Fritten ja auch Gemüse. Pommes sind Gemüse, Leute. Dann lass uns das doch mal alles verbinden, Elina. Oh je, Mine, jetzt wird's wild. Jetzt wird's sehr, sehr wild. So, die Frage. Ja, das Problem ist jetzt halt natürlich. Ja. Wir müssen das Ganze jetzt hier mal kopieren, ey. Boah. Gar kein Problem hier. Gar kein Problem. Kriegst du das hin, Elina? Ich kann es aber auch machen. Nee, mach du. Okay. Das ist deine Schuld. Ich krieg das hin, Elina. First try. Ich call dir das. Okay, okay. First try, ansonsten bekomme ich einen Tester. Okay, Deal. Das Ganze, warte, das müssen wir genau richtig stehen. Und zwar müssen wir hier stehen. Jetzt schneiden wir alles raus. Bam, weg. Stunde der Wahrheit. Wir fügen es ein. Tada! Ich bin unter der Base. Das haut perfekt hin. Es hat, warte mal, Elina, ein paar Sachen sind Bruch gegangen. Hm? Unsere Kameras zum Beispiel. Warte, oder? Nee, warte, wie sind sie doch? Hä? Ich die ja, die wurden wieder, die werden reingepastet. Ah, boah, hast du das eigentlich gesehen, was ich hier fabriziert habe? Das ist auch sehr gefährlich, ne? Ja, haut sehr, alles hin, sehr sieht sehr intakt aus auf jeden Fall. Jetzt müssen wir das alles mit Kleber verbinden. Okay, da brauchen wir eine Menge Kleber. Oh mein Gott. Warte. Kleber kriegen wir doch hin. Zack, zack. Okay, wo war denn jetzt hier der? Hier ist der Ankerpunkt, ne? Warte mal. Ja, hier ist der Ankerpunkt. Das heißt, wir kopieren einfach, verbinden das hier. Und jetzt einmal, oh Gott, einmal das ganze Teil. Zack. Dann brauchen wir hier die, warte mal. Es wäre tricky, dass wir auch alles mitnehmen. Die Kamera können wir nicht verbinden, Elina. Oh nein. Die nimmt da nicht. Unsere Kamera. Also kann sein, dass die Kamera dann gleich stehen bleibt. Die Kamera ist aus. Und das machst du hier bis hier. Easy. Alles verbunden. Wenn ich die jetzt lösche, müsste das doch trotzdem noch hinhauen, oder? Lass mal gucken. Ja. Sehr schön. Ho! Ja, das sieht mir sehr verbunden aus, Elina. Oh ja. Hier unten, das ist auch alles im grünen Bereich. Hier auch. Ich würde sagen, geben wir der Sache mal einen Versuch. Ich habe das ja auch noch nie gemacht, so eine fahrende Base. Ich denke, das gibt's auf ganz YouTube noch nicht. Also, Sitzplätze? Ja, Elina, du stehst in der Base. Hä? Nein, stehe ich gar nicht. Ich bin hier. Nee, du kannst aber in der Base stehen, wollte ich damit sagen. Okay, so. Dann geben wir jetzt mal den... Hier ist der Zugfahrplan, der ist wichtig. Der ist nämlich unser Ticket zur automatischen Fahrt der Base. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze, was wir hier fabriziert haben, wirklich in Ordnung ist. Okay. Ey Gott, hier sind. Elina, sind die Armor-Stands hier unten. Was machen die denn hier? Ja, die sind runtergefallen. Die sind auch nicht mehr in der Base. Die haben es leider sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nee. Ja, bleiben sie hier unten für den Notfall. So. Ich bin sehr gespannt, ob das hinhaut, Alter. Ja. Elina, bist du. Oh Gott, Elina, warum ist hier Wasser? Weil wir einen Wasserrohrbruch haben, du! Ja, okay, dann nochmal umbauen. Wasser muss weg, Elina. Ich baue um. Ich Wasser baue können wir nicht gebrauchen hier in der zack, Base. Zack, zack. Okay, ja, genau. Ist auch connected. Ist jetzt auch immer noch ein Feld, sagst du, funktioniert immer noch. Ja, das ist okay, super. Versuch Nummer, ja, das zählt nicht. Versuch Nummer 1 jetzt, das war ja nur Wasser. Ja. Herr Blaze, Sie sind jetzt offiziell eingestellt bei der Deutschen Basebahn als Lokführer. Legen Sie los. Ich will es sehen. Fast perfekt! Fährt. Ja, okay, ein paar Sachen. Das sieht so dumm aus. Warte, das ist der Bahnhof jetzt, glaube ich. Das ist ja kurz stehen geblieben, jetzt fährt er weiter. Junge, hä, fast perfekt. Okay, wir haben ein paar Sachen nicht connected, aber das passiert ja auch den Besten, sag ich mal, ne? Ja. Wow, Alter. Das ist schon, Junge, ey. Das ist schon sehr cool. Oh nein, ich bin noch rausgefallen. Deswegen, ich kann die auch schneller fahren lassen, Alter. Denkst du? Warte. Das ist ja mal austesten. Lass doch mal die Sachen. Merkt ihr mal, was alles nicht connected ist? Also Kisten, Gitter und die Laser, basically, ne? Ja. Kisten, ja, Gitter, Laser. Es kann aber sein, dass das nicht geht, weil das. Die sind besonders. Weil das die Mod halt ist, ne? Ja, okay, warte. Jetzt fahre ich kurz im Bahnhof. Und buff. Und wir. So. Jetzt kannst du alles nochmal. Oder weil ich klebe nochmal alles. Also, was hat hier nicht hingehauen? Jetzt kannst du alles nochmal neu bauen. Aber die. So, das hat hier. Nee, das backt dann rum, weil das eine Mod ist, Elina. Ja, 100 Pro. Ah, schade, ey. Die Laser bleiben stehen. Aber was wollte ich probieren? Genau, die Geschwindigkeit. Da geht doch noch was. Wartet mal. Dazu müssen wir den Fahrplan bearbeiten. Gehen in die... wie gehen das nochmal? Gehen in die... Linksklick zum Bearbeiten.
Alternative Bedingungen. Ich hatte das doch gerade, wie das geht. Ah, hier, so geht das irgendwie, ne? So, der müsste jetzt eigentlich schneller sein. Testen wir mal. Die Laser jetzt wegmachen? Ach so, ja, dann mach die mal weg, ja. Ist ja doof, wenn das nicht hinhaut. Aber die Kameras sind... Ah, die Kameras habe ich vorher schon abgebaut. Ja, Laser, dann müssen sie leider weg. Hilft ja alles nichts, Leute. Ja. So, die scheinen auch direkt auto-connected zu sein. Zumindest kommt da Kram. Was ist noch nicht mitgefahren? Hier oben die Gitter. Ah, die hast du schon ausgetauscht. Jetzt müsste es ja komplett hinhauen. Okay. Und der müsste jetzt auch... Die Kisten habe ich versucht auch zu kleben. Da kam so ein Klebedings. Ich denke nicht, das klappt, ehrlich gesagt. Ich hatte die vorher schon geklebt, aber wir können es probieren am Ende. Nee, dann lass sie lieber wegmachen. Bist du ready? Dann kann ich den Zug bauen. Ja, ich sitze. Bam. Let's go. Sagen Sie mal, Herr Lokführer, wollen Sie auch mitfahren oder was? Wollen Sie nicht mitfahren? Weiß ich jetzt nicht. Oh, der ist übel schnell jetzt hier wieder. Oh mein Gott, ich flieg raus, Alter. Er ist schneller, Mann. Ich habe ihn, ich glaube, doppelt so schnell gemacht. Ich weiß gar nicht gesagt, gar nicht genau. Aber ich habe ihn auf jeden Fall... Oh, Junge, ey. Junge, das sieht aus wie so ein Mob, ne? Als ob dich so ein Mob angreift. Ja, stimmt. Ein Hausmob. Alter, die greifen ein Haus an. Hilfe. Geil. Greif mal so eine Base an. Wie würdest du denn die angreifen? Kommst ja gar nicht rein. Die Tür fährt ja mit 200 km/h. Ja, genau. Warte, kann ich einsteigen, während das Ding fährt? Mal testen. Ja, aber man kann leider auch nicht drin stehen. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Doch, ich kann hier drin stehen. Echt, geht das? Halbwegs. Ja. Das ist eine, die vermutlich erste fahrende Base auf YouTube in Minecraft. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flaggt auf jeden Fall den, Junge, das sieht so wild aus. Flaggt auf jeden Fall den Like-Button. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal kostenlos, um keine Folge zu verpassen. Wichtig. Ja? Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.